Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Maneater. So, wir haben hier noch eine Landmarke zu entdecken. Schwimmen wir mal darüber, vielleicht finden wir die dort. Nur noch eine, dann haben wir die Schattenflossen. Falls euch wundert, wenn ich irgendwann einmal einfach ein bisschen fertig ging. Ich komme gerade von einer kleinen Radtour zurück und bin noch etwas erledigt. Aber ich denke mal, es geht. Noch nichts zu sehen. Ein bisschen laut auch gerade. Ich muss unbedingt mal auf YouTube schauen jetzt so. Das ist wirklich das Endprodukt, weil während den Rendern oder die fertig gerenderten Videos, da macht, meine ich, machen sich die 60 FPS voll bemerkbar. Und ich hoffe, das kommt auf YouTube dann auch so gut an. Oh, Albino, Schildkröte. Mensch von Hai erschlagen. Verdammt, wo ist das? Wo ist das? Boom, hat's gemacht. Autsch, hey, nicht getroffen. Erstaunlich, wie schnell man in Port Clovis die Ärmel hochkrempelt, um zum Gegenangriff auszuholen. Allerdings, ja. Caviar Key beinhaltet Painted Sails, ein 5-Sterne-Resort, das über den Überresten von Tunimacha errichtet wurde, einer präkolumbianischen Stadt, die einst die fortschrittlichste Zivilisation des alten Amerikas beherbergte. Der Hai versteht, dass er essentielle Mineralien fressen muss, um gesund zu bleiben und zu wachsen. So, jetzt muss man dann wieder zurück in die... Wie heißt das? Golden? Na, die Golden Shore ist anders andere. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht ist, weiß, dass sie so gut wie alles fressen. Prosperity Sands. Wow, wo sind wir denn hier gelandet? Es scheint, dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Ha! Interessant, wo wir hier gelandet sind. Geht's hier raus? Vermutlich nicht. Oh, da ist jemand entkommen. Jemand wohl Großes. Alter, hier geht's auch so tief runter. Aber schauen wir, dass wir wieder zurückkommen nach Prosperity Sands. Mangels ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelten Gebieten eine große Gefahr durch Wirbel und Regenstürme. Warte, Level... Oh, ich sehe erst jetzt, dass der Level 25 ist. Holy shit! Das könnte gefährlich werden jetzt, ne? Noch haben wir hier die Oberhand. Jetzt ist nur die Frage, für wie lange noch? Dauernd.
Sterbe am Gift. Wow. Nicht schlecht, Kumpel, nicht schlecht. Jetzt sind wir Level 25 geworden. Wow, das war krass. Der war echt nicht schlecht. Ach, hier draußen geht es ja auch noch weiter. Vielleicht finden wir es ja hier. Da ist... Ah, ah, da ist sie ja. Da ist sie ja. Gewonnen. Was ist denn hier los? Es besteht in der Tat das Risiko, beim Surfen zu ertrinken. Aber wenigstens hinterlässt man ein cool aussehendes Skelett. So. Unsere erste Flosse. Das Haiweibchen kehrt wieder einmal in seinen Rückzugsort ein. Oh, mehr maximale Geschwindigkeit, mehr Schwimmgeschwindigkeit. Feuerst ein Giftprojekt beim Schwanzflossenschlag. Feuerst ein Giftprojektil ab. Okay. Nicht schlecht. Gut, gut, gut. Noch ein weißer Hai. Aber für die sind wir natürlich schon gerüstet. Jetzt haben wir auch noch den Schattenschwanz. Da ist er. Auch 25. Oh, das hat gesessen. Der weiße Hai konnte bisher nie erfolgreich gezüchtet oder in Gefangenschaft gehalten werden. Obwohl das mein Schwager Randy nicht davon abhält, es zu versuchen. Was haben wir hier? Robben. Noch ein weißer. Der ist aber ein wenig kleiner. Und ganze 10 Level. Bam! Ciao! Ist auf der anderen Seite... Nee, der ist nicht... Oder? Ah, da könnte auf der anderen Seite im Wasser eingeschlagen sein. Ist er, jawohl. Oh, noch ein weißer. Du bist nicht mehr der Herrscher. Und die sind gut im Ausweichen. Sieh mal einen an, Hammerhai hier. Oh, wer daherkommt! Hoho! Sowas, der hat sich nochmal hergetraut. Um ein ausgewogenes Ökosystem zu kümmern, ist ein komplexer Prozess. Was für einen Unterschied machen da schon ein paar tote Seehunde?
wagen wir uns doch nochmal hier in die Gegend. Die Konzentrationen von Metallen und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf sich verändert hat, seit Amerigo Vespucci 1497 hier ankam. Nun haben wir halt. Müssen wir vorsichtig sein. Der atlantische Schwarzfisch schwimmt oft im Kreis um Tau. Der Appetit dieses Hais ist fast unersättlich. Hier werden wir nämlich bald mal zum Gejagten. Man hört sie doch schon, oder? Da oben ist ein Pottwal. Level 45. Meine Fresse. Und da Orcas. Weißer Hai, 15. Orca, 30. Wow, dieses, man sieht hier kaum noch was. Da braucht man, müssen wir unser Sonar wirklich einsetzen. Kriegen wir denn hier überhaupt, wenn wir da fertig sind? Verstärkte Knorpel. Wahrscheinlich wieder mehr Leben oder sowas. Oder mehr Rüstung. Oh, wieder Pottwal. Keine Landmarke hier? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Wir sind Level 26 schon. Ein guter Weg, um jemanden von einem Museumsbesuch abzubringen, ist, es unter Wasser zu setzen. Die Idee, dass die Küsten der Öffentlichkeit gehörten, stammt vom römischen Kaiser Justinian. Aber nur weil er sich nicht mit den unendlich weisen Lobbyisten der Association of Resort Developers beraten konnte. Oh, Basis. Nur hier in der Grotte kann das Haiweibchen die absolute Ausgeglichenheit tief in seiner Seele erfahren. Ein Upgrade geht noch. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Hier unten ist es schon etwas unheimlich, muss man sagen. Vor allem, wenn man nie weiß, wo so ein Pottwal vielleicht auf einmal aufkreuzt. Weil gegen die haben wir keine Chance dabei, glaube ich. Man entdeckt hier drüben auch ganz wenig. Und es geht hier noch weiter runter, scheinbar. Da wäre echt eine Tiefenanzeige cool. Wir sind hier wirklich schon extrem tief unten. Aha. Abwasserrohr, scheinbar. Ein Schiff. Ein Schiff am Boden angeleint. Landmarke. Boom.
Ah. The fuck ist das hier? Eisangeln funktioniert ähnlich wie normales Angeln, macht aber nur den Bewohnern des oberen mittleren Westens Spaß. Interessante Gegend hier. Hammerhai. Ja, Hammerhai ist keine Gefahr. Ein Orca schon. Fürchte ich. Wir sind Level 26, ne? Die sind Level 30. So, da gibt es einen Eingang. Da werden wir wohl ein paar Sachen finden hier in den Höhlen. Ein recht merkwürdiges Gemisch aus allerlei wird in den Mägen der Haie landen. Fisch. Albino-Papagei-Fisch. Level 1, der Arme. Der Bullenhai ist bekannt als gefräßiger, doch wenig anspruchsvoller Esser. Noch mehr. Okay, das ist nur ein Ausgang dort scheinbar. Ah, Landmarke hier. Was für ein Fund. Allerdings hängt das vom Goldmarkt ab, der in letzter Zeit ziemlich enttäuschend läuft. Natürlich gebe ich den Feds die Schuld, aber was soll man tun? Der Hai, vom Appetit angetrieben, verfolgt sein einziges Ziel: zu fressen und sich zu entwickeln. Okay, gehen wir nochmal hier hinein. Sonst nirgendwo hin. Da geht's aber wohin. Das ist aber auch ein Ausgang. Da gibt's einen anderen Eingang. Vielleicht ist das ist der andere Weg gewesen, den wir noch vor uns haben. Da waren wir schon. Von da sind wir ursprünglich gekommen. Was macht denn der hier? Da müssen wir jetzt hinausgehen und da geht es auch noch hinaus, okay. Also jede Menge Eingänge, also ich glaube 4 für 2 Höhlen. Interesting. Nur 3. Ah, oder wir waren da einfach noch nicht drinnen. Seit dem Moment seiner Geburt sind die kalten, ausdruckslosen Augen des Haiweibchens ständig auf der Suche nach Nahrung. Und wieder ein Ausgang. Tiefer hinunter. Doch noch recht hell hier unten. Weißer Hai. Das würde ich da nicht raten. Bam.
jetzt schon wieder sehr seicht. Landmarke. Was kriegen wir hier nochmal? Ist das hier mit den Knorpel? Ja, hier ist der verstärkte Knorpel. Oh, der Part ist dann aber auch schon zu Ende. Aber gut, aber eh. Moment mal. Was ist dies? Port Clovis wird gelegentlich von riesigen Monstern oder Kaiju besucht, um vorzuglühen, bevor sie fortfahren, lohnenswerte Städte zu zerstören. Lol. Ich habe in diesem Spiel noch nicht so drauf geachtet, wie viele Crossover es da gibt. Aber vielleicht das mehr. Das Höhlenhai-Weibchen schwingt seinen Schwanz peitschenartig. Großes Gebiet hier, großes Gebiet. Boom. Reinzackenbarsch, ha? Jetzt sind wir in einem anderen Gebiet. Was ist das? Crawfish Bay. Ah, das ist das, wo unsere Mutter war. Ganz am Anfang. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Gut, Freunde, was war's wieder für diesen Part jetzt da? Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier auch die Kiste. Niemand weiß, was ich wohl im Markt...